verbotenes Album? Hallo. Ja, der Mann ist ja auch verboten. Der Typ hat noch schlimmeren Albinismus als ich. Der muss immer mit Sonnenbrille draußen rumlaufen. Hm. Muss ich nicht, zum Glück. Das musst ja auch. Der Heino, so. Mann. Aber hier sind wir noch nicht lang gefahren in Städtedreieck. Der hast du gerade den Rabbi nachmachen wollen? Jetzt ist er weg. Irgendwann muss man ja noch woanders langkommen. Wir haben noch, glaube ich, die 69 offen. Die sind wir noch nicht gefahren. Ach, die fährt man neuerdings, die 69? Ich dachte es mir schon. Die Linie, Buslinie 069. Ach so, die meinst du. Ja. Du bist genauso wie Chakoti. Du denkst auch direkt das Falsche. Ich muss das ja jetzt machen. Irgendwie finde ich das etwas befremdlich, dass ein Mann quer durch die Busstelle... Mann, das ist Manie. Das ist Manie, ja. Vielleicht hätte man da die... die Pfade, Und Bus hier lang schicken, wie unmenschlich ist man eigentlich? Spiegel. Ja, dann wart mal ab, wenn du den Test machst. Den Test? Hm? Ach, den Test, okay. Oh ja, den Test, ja, ja. Hm. Ach nee, er fährt ja immer nur die 180. Ach, stimmt. Nee, ich hab. Das, oder welche war das nochmal? Doch, die 180, aber in Version 1. Ja, in Version 2 kann ich mich ja für eine neue Linie anmelden. Der fährt doch gar nicht mehr, Kastner. Doch, für den Kastner? Bist du ein Bayer? Der Kastner. Der Kastner. Na. 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 Dies bin ich nicht. Dies mag ich nicht. Seid ihr bekloppt? Ja. Wir sind voll bekloppt. Was meinst du, wenn wir Videos machen? Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Was ist jetzt? Ich muss gerade an was denken. Ich muss an was denken? Oh, ich darf fahren. Ich muss auch oft an Sachen denken. Du kennst doch bestimmt noch Else Kling, oder? Else Kling aus der Lindenstraße? Ja. Ja, klar. Ja. Die hat ja früher, wo ich so Kind war, ich musste mir das ja immer mit anschauen, ich habe das irgendwann mal erzählt, ne? Die hat ja auch immer so geschimpft wie so ein Rohrspatz, oder? Ja, die ist ja auch ein Rohrspatz. Gibt die eigentlich noch? Hallo. Weiß ich gar nicht. Bitteschön. Eine gute Frage eigentlich. Ja, vielleicht hat sie sich doch. Liebe Leute, schreibt das doch mal in die Kommentare. Das weiß doch kein Mensch mehr. Ob die Else Kling noch in der Lindenstraße ist. Boah. Appellierst du jetzt an die ganzen RTL-Zuschauer? Die hat doch immer so einen Standard. Nee, das ist doch nicht RTL, das ist ARD. ARD ist halt auch noch. Das ist Ur-ARD-Sendung. Carsten, wie ging denn dieser Schimpfspruch? Die hat doch immer so einen Schimpfspruch gehabt. Wie das war denn der? Das weiß ich nicht. Aber die hat ja immer mit dem Benny geschimpft. Ne? Ach, das, ich sag ja, das Benny, ist so Benny lange her. Der Sohn. Ist der nicht Benny? Aber der Opa von der war immer schlimm. Der Vater. Else Kling hat doch keinen Opa gehabt. Das doch, Ding. Die Else Kling war selber eine Oma. Da kann die keinen Opa gehabt haben. Die hatte noch, dieser Glatzikopf da. Was? Lassi-Kopf. Alter, alles gut bei euch? Der Carsten hat's heute, hat's neuerdings mit dem I. Ne? Ja. Bussi und Glatzi-Kopf und. Das ist die, ja. Finde ich auch. Ja, ja. Der Kasi Felbert. Das ist aber gut, wenn er zu mir Andi sagt, fällt's nicht so auf. Was denn? Was ist denn jetzt? Ey, wo muss ich denn langfahren? Die hat aber wirklich keinen Opa. Ey, wo muss ich denn langfahren? Ja, geradeaus, wo willst du denn sonst langfahren? Ja, geradeaus, aber welches geradeaus? Das ist da links geradeaus, das ist mein geradeaus hier. Mann, das hier muss ich dann. Oh Mann, was ist denn das für eine Straßenführung? Ja, eine furchtbare. Muss da auch nicht mal drauf kommen. Bis diese. Halle! Ah, Entschuldigung. Am schlimmsten ist, wenn er dann noch da sitzt. Guck mal, da ist ein Grenzsound da oben. Kilian, was ist denn jetzt los? Wenn er dann so sitzt und so ein bisschen rumgurkelt. Ja, nee. Nett. Bei Carsten klingt das ja so. Der übertönt dann noch so ein bisschen. Ja.
Waren wir da nicht schon mal? Julian, wo willst du hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier hinter dem Bulli her. Ach, hier ist der Parkplatz, genau. Und dann fahre ich hier. Guck doch auf den Pfeil, da steht doch die 27 drüber. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich stehe doch hinter dem Bulli. Es ist aber kein Bulli. Ja, ein Sprinter. Jetzt ist ja wohl die Höhe. Nee, Sprinter gab es damals noch nicht. Das ist egal. Die Vorform des Sprinters. Das ist, für mich ist das auch ein Bulli. Bei mir heißen die ganzen Büsschen heißen die Bulli. Büsschen, die ganzen Büsschen. Ganz Büsschen. Hallo Leute. Blöd, Mann. Willkommen zum Opposite, dem Büsschen-Simulator. Aber jetzt mal eine ernste Frage, ne? Ja, welche denn? Julian. Ja, Andi. Hallo. Und sind wir denn da? Gleich. Wann denn? Danke. Gleich. Wann ist das? Wann ist denn das? Gleich. Guck doch mal auf den Fahrplan. Nee, lass es lieber. Wieso hat er denn... Wieso hat denn der am Dashboard oben den Lichtdrehknopf? Ja, wieso denn nicht? Hat der C2 doch auch. Sieht irgendwie komisch aus da oben. Den hat ein C2 auch da oben. Ja, der C2 ist ja generell... Ist ja kein Maßstab. Ist ja kein Maßstab, ne? Sonst C2 ist ja kein Maßstab. Nee, eben. Ja? Also das wollen wir jetzt mal klarstellen, das ist ja kein Maßstab. Eine schöne Brücke. Man fährt zwar unten durch, aber... Die ist unten durch bei mir, die Brücke. Unten durch. Das sind wir aber, glaube ich, auch drüber gefahren eben, oder? Nee. Das ist eine andere Stelle. Die sieht nur ähnlich aus. Das ist ein anderer Bereich. Sieht so ähnlich aus, das stimmt. Julian, ich glaube, du musst auf die linke Spur. Meinst du? Ich glaube schon, Soll ich dir vertrauen? Ja, ich vertraue dir. Alle Linien. Warum helfe ich dir eigentlich noch? Weil aber du auch manchmal nett im Moment eigentlich. Ja, weil wir hier schon mal waren. Nee, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ja, vielleicht beim Josh oder so, aber wir waren hier nur nett. Ich war jetzt eben eigentlich mehr geraten und ich habe auch noch recht, hätte ich bloß nichts gesagt. Doch, wir waren hier, natürlich waren wir hier schon. Wann denn? Klar, guck dir das doch an, jetzt geht's gleich zu diesem Dings hoch. Guckst du dir mal an. Zu dem Bahnhof, wo letztes Mal der Carsten da aussteigen wollte und ich dann an der Haltestelle vorbeigefahren bin. Ja, und das ist doch jetzt gleich kommt die Ampel, wo du grün hast und die Autos grün haben. Da bist du schon lang gefahren, Anni. WhatsApp, warte, ich zeig dir das mal. WhatsApp benutze ich nicht, ich stehe da nicht drauf. So, da die Ampel. So, die Ampel. Ach ja, genau, ja. Doch. Alle WhatsApp, das verstehe ich nicht. Was habt ihr mal mit WhatsApp alle? Ja, ist gut. Hat jeder. Hallo. Und deswegen kann man damit kommunizieren. Das ist doof, ich mag das nicht. WhatsApp. Maulwurfen oder was? Maulwurfen. Der Hage. Tschüssen. So, weg bin ich. Ach, guck mal, nee, direkt so wenden stand da, Julian. Hast du es gelesen? Wo? Direkt wenden. Überm Bus. Ich wollte es nur gesagt haben. Wie direkt wenden? Du kannst natürlich auch machen, was du willst. Muss doch hier lang. Ja, dann fahr da lang. Da stand zwar eben direkt wenden, aber dann fahr dann lang. Stand 27, da. Hier lang. Das ja, ist dann ist ja gut. Ja, dann ist ja gut. Da stand trotzdem direkt wenden. Warum steht das Auto da auf der Straße? Ach, das ist ein Parkplatz. 27 in der Süsselforst. Ich bin noch richtig. Und ich bin noch richtig im Kopf. Bist du? Mhm. Echt jetzt? Ich weiß nicht so recht. Warum nicht so Tempel. Heizen? Nee, nee. Das sah nur so aus. Oh. Was macht Manni da? Keine Ahnung. Ich glaube, der will weg. Kann den mal jemand da wegholen? Das finde ich jetzt nicht so gut. Ne? Ne, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber Julian, der Carsten ist voll langweilig, weißt du das? Warum denn? Ja, wenn man mit dem Bus fährt oder so, der guckt nie, wie spät er ist oder wie pünktlich er ist oder... Der kriegt das immer ganz schnell weg. Was will man doch eigentlich wissen, wie pünktlich man ist? Ja, ich hab das ja gesehen. Ich war immer pünktlich. So der will nur nicht uns die Gelegenheit geben, zu frotzeln, Andi. Ja, eben, das ist es. Der feine Unterschied. Der guckt dann auch nicht nochmal auf die Uhr. Dann sagt, hier, guck doch mal auf die Uhr. Ich will nochmal gucken, wie spät du bist. Nee, ich mach jetzt die Abmod. Ich mach jetzt die Abmod. Ich bin jetzt da, also, ne? Du bist jetzt da? Nee, nee. Das sagst du dann immer. Wenn wir sagen, guck doch nochmal auf die Uhr. Nee, nee, ich bin jetzt da. Nee, da ist keine Zeit mehr für. Ja, genau. Ich muss da ein Rohr bauen. Nee. Muss ich ein Rohr bauen? Am Rohr bauen muss er.
Am Ruhrbauen. Ich habe gerade echt am Ruhrbauen verstanden. Ich weiß, was du meintest, aber ich habe es halt anders verstanden. Oh, hier, eine Dirt Rally-Strecke. Was meint ihr denn? Ach, die ist zu breit für Dirt Rally. Findest du? Ja. Das ist übrigens eine geile Verbindung gerade. Ah. Carsten, hat er bei dir auch so eine geile Verbindung? Ich höre euch gut. Ich höre euch gut. Ich höre den auch. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Ja. Hallo. 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 Da ist eine Haltestelle, da ist eine Haltestelle. Carsten, du musst an, Julian, du musst anhalten. Da ist er mal eben schnell einen Schritt nach vorne gehüpft, habt ihr gesehen? Und er ist einen Schritt nach vorne gehüpft. Der Flip und Hüp. Wie Hüp und Flip? Was hast du denn jetzt? Wie Hüp heißt das? Er sagt die ganze Zeit Hüp und Flip. Ihr kennt ja nicht Flip von der Biene Maya? Der Hüp. Hab ich verdrängt, habe ich das. Flip kennt er nicht. Julian stand mehr so auf Willi. Hallo, Maya. Maya. Ich bin der Willi. 9. 3, habe ich gehört. 2, 1, nicht deins. Och, Leute. Jetzt kommt gleich die 10. Achtung. Jetzt ich das ist ein Titten hier. Was, Titten? Titten. Die Karte Titten. Das Titten. Denn? Die Titten. Das ist berlinerisch für das denn. Was ist ein Titten hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich will aber nicht den Trabi rammen, der zerfällt sonst. Nicht. Wenn, dann heißt das, ich mir möchte. Schlecht. Mir ist schlecht. Hab ich das schon erwähnt, dass mir schlecht ist? Ja, wenn das meine Tochter hört. Ne? Die darf auch nicht, ich will sagen. Ja, siehst du? Das heißt, ich möchte. Das heißt, der Carsten ist so ein Mensch, wenn der einen Heiratsantrag machen würde und sie sagt dann, ja, ich will, dann sagst du, nein, ich möchte. Ja, genau. Außerdem sagt sie das ja nicht beim Heiratsantrag, ja, sondern bei der Hochzeit. Ja, stell dir vor, du hast so einen Priester, der sagt... Beim Heiratsantrag sagt sie schon, nee, mit dir doch nicht. Armer Carsten, tut mir leid. Ja, ich weiß. Ich bin echt eine arme Sau. Keiner hat mich lieb. Warte mal, ich geh mal gerade so mal streicheln. Hi. So, bin wieder da. Was ist das denn für eine Trösteinheit? Einmal Hi sagen und dann wieder gehen. Hi oder Ei? Das heißt, ich hab gesagt Ei. Achso, ich hab Hi verstanden. Ah, wir sind Ei verporten, sag ich dann nur. Was ist das denn? Da sind wir schon da. Was ist das für eine Haltestelle? Weiß nicht, da fährst du im Kreis. Cool. Hallo. Sehr sinnig. Sehr sinnig. Sinnig und voll. Ja. Ach, ich muss hier wieder rechts raus. Essenberg ist das. Essenberg. Esselberg, würde der Hesse sagen. Ach, du musst ja wieder raus. Ah ja. Gott, oh Gott. Ich habe eine ganze Weile die Haltestelle nicht weitergeschaltet. Sind wir bald da? Fast. Kann nicht mehr weit sein. Das hast du schon vor einer halben Stunde gesagt. Ja. Ich will jetzt heim. Nee, du musst selbst noch fahren. Oh, guck mal, da kommt schon der Nächste. Nein. Oh Gott, da kommt auch noch einer hier. Los, fahren rein. Los, Gas, Gas. Alter, alles gut sonst? Rückwärts! So. So, jetzt fährt er, dann kann ich. Gut. Er fährt und ich und so. Musst du da wieder runter? Jo. Sicher? Ja, Rätselin muss ich. Okay. Ja, da zieht diesmal nicht. Ich sag schon nichts mehr. Oh. Wie das, an irgendwas erinnert mich das. Was? Herzogilein, genau. Bitte, was? diese Gummibären-Serie von damals. Gummibären? Genau. Wie heißt der nochmal? Dieser durchgeknallte... Toadie. Toadie. Herzogilein. Genau. Toadie ist traurig. Ich meine, er hätte Odie gehießen. Ich weiß nicht, Toni oder irgendwas so in der Art. Ich weiß es nicht, aber ich fand's irgendwie Banane. Aber als Kind guckt man halt so einen Stuss. Nein, das ist nicht Banane, das ist total süß. Die Gummibärenbande. Der googelt jetzt den Text und singt uns das gleich vor. Nee, das nicht. Würde ich dir aber zutrauen. Ich glaube, so ein bisschen würde ich das sogar noch zusammenkriegen. Schloss Dreck. Ey! 9. Nee, 10.
Hallo? Ja? Was steht denn da auf dem Display, wenn der Bus kaputt ist? Parkbremse. Warum? Ich hatte doch Vorfahrt. Toady heißt der. Eigentlicher Name war Toadwart. Toady. Was Toady. Meintest du? Ich Toady. Hab Toady gesagt. Du hattest Toady gesagt? Mhm. Ja. Der Andi konnte den mal ganz gut nachmachen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich mag aber nicht. Dann lass es doch einfach. Ich mag auch nicht. Ja, bin ich wieder da. Wie, du warst nie weg? Alles gut bei dir? Ich kann das außerdem nicht so spontan. Da muss ich erst wieder eine halbe Stunde so im Hinterkopf üben. Ach so. Naja, dann üb mal. Muss ich auch immer. Samson TV von Bödefeld. Dafür kann der Julian die VKÖ-Lache. Das ist ja auch nicht schlecht. Hier, ach so, Tüftel gestellt. Warum hat der eigentlich so komische Texturen auf den Knöpfen? Das ist ein polnisches Dashboard, da fragst du noch nach, ja? Sieht aus wie ein Lesezeichensymbol. Ja, ist eigentlich eine Tür. Guckst du ab und zu in den Außenspiegel, bevor du rausfährst, oder machst du das generell nie? Ich habe in den Gegenverkehr geguckt. Das in den Gegenverkehr hast du geguckt? Mhm. Mitten rein. Mitten rein. Ich habe dem Gegenverkehr ins Auge geblickt und habe die Seele gesehen und habe gesehen, dass ich fahren kann. Du hast die Seele gesehen? Ich wollte gerade Scheiße erzählen und das ist mir ganz gut gelungen. Mich würde jetzt gerade mal viel eher interessieren, ob das vorhin die 10 war oder ob er den erwischt hat. Ich habe keinen erwischt. Ja, bis jetzt nicht. Bis jetzt kam zumindest keine Meldung. Magdalenenplatz. Hey, Magdalena. Ole. Nee, das geht anders. Egal. Das Geilste finde ich, dass das lief ja immer an diesen Karnevalstagen da in der Schule, haben die das immer rauf und runter gespielt. Das Coolste ist da, wenn diese ganzen 5. und 6. Klässler da unten im PZ rumspringen, darauf warten, dass die Oberstüfler und von der SV im PC, im Gehäuse. PZ, also pädagogisches Zentrum, da hast du immer in einer Pause rumgehangen. Mhm. Viele haben es auch einfach immer nur Pausenzentrum genannt, aber egal. Da haben sie dann immer die Schülervertretung, die hat da immer Boxen aufgestellt und eben halt dieses Lied rauf und runter gespielt und dann Süßigkeiten geschmissen und so, hast du nicht gesehen. Und das Lustige ist dann immer, wenn die kleinen Kiddies dann da einen abfeiern und da diesen Tanz machen und versuchen mitzusingen und das einzige Wort, was rauskommt, ist Macarena. Weil der Rest vom Text, den kann halt keiner. Ich dachte, weil die schon so betrunken waren. Nee, Fünftklässler trinken nicht. 10. Sollten eigentlich nicht trinken. Vielleicht machen sie es, aber sollten eigentlich. Zu meiner Zeit haben sie es noch nicht. Magdalenenkartenhaus. Ist ja langweilig. Wie ist ja langweilig? Hast du dich mit 5 schon hart besoffen? In der 5. Klasse bist du nicht mehr 5. Ja, in der 5. Klasse mit 10, ja. Ja, klar, ey, das waren harte Zeiten damals. Der Carsten lag da schon unterm Tisch und hatte schon die ersten 10er Fähren hinter sich. Ja, also der Leistungsdruck, der war so groß bei mir. So Julian, wo genau fährst du lang? Der ist mir gerade ein bisschen losgedriftet. Ich habe zu viel Gas gegeben. Da. Gedriftet? Ja, ich habe ein bisschen zu viel Gas gegeben. Dann wir sind hier nicht bei Need for Speed. Das leckst mich doch am Arsch. Nein. Oh, jetzt sind wir bald da. Ich habe Durst. Hast du dir nichts gekauft? Nee, ich muss jetzt erst nochmal schnell einen Laden flitzen und meinen Bus holen dann. Hier bei TV Matoschek, da kriegst du garantiert noch was zu trinken. Ich hol dann erstmal mein Urbino 10. Nee. Doch. Nee. Doch. Da war eine Klause, da kannst du doch. Was. Wurde sich nicht umsonst ein 18 Meter Bus. Ja gut, aber es gibt auch den normalen Urbino 18. Der läuft ja nicht. Es gibt auch einen normalen Urbino 18, du musst ja jetzt keinen 10 Meter Bus fahren. Nee, der läuft auch nicht. Der läuft wohl. Haben alle Motorschaden. Nee, haben die nicht. Doch. Nee, du fährst einen Gelenkbus. Ich habe vorhin mal kurz im Depot vorbeigeschaut. Die haben gesagt, die ganzen Gelenkbusse haben heute Motorschaden. Mm, klar, deswegen habe ich ja auch einen, ne? Ja, du hast ja einen einzigen gekriegt, der noch genau, da war. Genau, der letzte. Das letzte Bus. Und nachdem du den fertig gefahren hast, ist der auch im Arsch. Das ist ja das. Hallo. Hallo. Die werden sich jetzt erstmal eine ganze Armada Gelenkbusse nachbestellen müssen. Eine Armada? Ja. Und eine B-Made. Nö, aber ich fände das doch ganz cool, wenn du jetzt Gelenkbus fahren würdest. Ich habe aber schon einen anderen im Sinn.
Ja, hau raus. Ja, außerdem, du sagst, das wurde sich gewünscht, aber nicht bei mir auf dem Kanal. Wenn die Leute sich das nicht bei mir wünschen, dann wird das auch nicht erfüllt. Ja, aber die Leute haben geschrieben, ich würde euch gerne auf der 27 ja, sehen. Jetzt ganz mit dem hart Bus. Durch. Ich fahre jetzt, was ich will. Wenn das sich keiner wünscht, dann fahre ich das auch nicht so. Er hat geschrieben, euch. Damit kann er nicht mich meinen, sondern das, uns beide. Ja, wenn er beide. Das bei dir drunter schreibt, sehe ich das hier nicht zwangsmäßig. Nö. Du hast es sogar kommentiert. Ja, das ist ja wieder was anderes. Jetzt stell mal vor, ich hätte das gar nicht gelesen. Geistig umnachtet. Das war vielleicht mein böser Zwilling. Umnachtet direkt. Halt, stopp, das war falsch. War vielleicht mein guter Zwilling, so rum. Dein guter Zwilling, ja. Also bist du der böse Zwilling? Ja, das geht dich gar nichts an. Boah, Leute, könnt ihr euch heute noch über die Kreuzung schieben? Was ist denn hier los? Leute, rechts ist Gas. Die werden eine Ampel da vorne haben vielleicht, Kollege. Der hat zwei Ampeln auf einem Haufen, wer ist denn so blöd? Ist aber grün. Die Ampel. The Ampel is green. Ach, Drucker, halt die Schnauze. Finde ich immer geil, wenn der Andi mit seinem Drucker redet. Ich mute mich mal eben. Nee. Rot. Wie kann man sich denn im Real Life muten? Das geht doch gar nicht. Nee, das geht doch nicht. Ja. Muss du halten. Und seit wann stehen Drucker im Bus? Ja, eben. Also, er hat sich wahrscheinlich gerade einen neuen gekauft und konnte es nicht erwarten, den zu Hause anzuschließen. Batterie angeschlossen. Ja, der direkt hinten, deswegen sitzt er auch hinten am Motorkasten. Habe ich hinten bei dir eingesteckt. Deswegen sitzt er auch hinten am Motorkasten, weil der Ubino, den kannst du ja hier den Motorkasten aufmachen hier. Und dann hat, zapft er sich da die Energie. Deswegen habe ich hier so schlechte... Halt mal einen Rand jetzt. Deswegen funktioniert auch die Türautomatik nicht so, wie sie soll. Fährst du mal jetzt? Nee, ist rot. Und irgendwas sagt mir, ich hätte da reingemusst. Nee, ich hätte aber nicht reingekonnt. Ah doch, hier ist unten niedergelegt. Und bestimmt 20 Minuten Verspätung. Du hättest da reingemusst übrigens. Ja, ich weiß. Ich habe aber da einen Bürgersteig gesehen, habe mir gedacht, da muss ich nicht. Woher dann fahr mal rückwärts. Nee. Wo hätte er jetzt reingemusst? Da war eine Haltestelle. Aber da war ein Bürgersteig und der war niedergelegt, das habe ich aber nicht gesehen. Du kannst ja einfach an der Haltestelle vorbeifahren, du musst zurückfahren jetzt. Siehst ja, wie ich das kann. Hab ich gesagt. Das hat er neulich doch auch schon gebracht. Da hätte er, wenn du ausgestiegen wärst, hätte er dich dauernd zurückgelassen. Ja. Boah, der kennt doch in letzter Zeit nichts. Guck in Außenspiegel, Kollege. Wieso, ich habe doch meine Spur hier. Schweinerei. Also das ist Schweinerei. Das hätte ich mir auch merken. Mann, halt jetzt die Backen. Ja, ich? Nee, der Drucker. Also hätte ich auch jetzt unverschämt. Ruhe jetzt! Aus! So, 27, ich muss die hier lang? Jawohl. Welt nicht. Und hoch! Uppala! Oh Mann. Was rast du denn wie ein Wilder? Ja, ich muss doch hier hochkommen. Eieiei, der kommt doch so hoch. Sieht aber cool aus hier. War das jetzt eine Autobahn? Ja, das ist Stadtautobahn. Stadtautobahn wahrscheinlich. Eine Stadtautobahn. Ich muss aber sagen, also hier sind ein paar Bereiche, wo dann natürlich, wo man dann aus der Kachel gucken kann, ist dann nicht so schön. Aber an sich finde ich die Map doch ganz nice. Also so in diesem Bereich hier finde ich gerade ganz cool. Ja, der Frachttransporter hatte was, stimmt. Das ist grün übrigens. Ich fahr doch. Frachttransporter? Was für ein Frachttransporter? Ja, da fuhr gerade so ein Frachttransporter um die Ecke, wo du drauf geguckt hast und hast gesagt, den Bereich von der Karte finde ich ganz schön. Och, Leutis, was ist das denn für eine Straßenplanung? Ist halt eine rote Ampel. Ja, und gleich tut der von rechts hier, jetzt sehe ich schon. Ja, warum fährst du auch einfach auf die Kreuzung auf? Ja, weil ich doch nicht wissen kann, dass die hier stehen bleiben. Ja, doch, hast du doch gesehen. Man darf nicht in den Kreuzungsbereich einfahren, wenn belegt ist. Jetzt fahr aber mal ganz schnell. Übrigens hast du rot. Welchen Sinn macht denn da die Busspur jetzt? Gar keinen. Doch, ich kann dir den Sinn erklären. Beim Rausfahren catcht man das Auto weg, was links von einem steht. Ah ne, guck mal, der fährt auch einfach auf die Kreuzung. Hätte er auch einfach mitten draufstehen bleiben können. Tja, ne? Guck mal, da wachsen Bäume aus der Wand. Ich sag nur, hey Macarena. Wo? Da geradeaus.
Das GEMA, das darfst du nicht spielen. Da ist so, grün. Hier ist grün, und kannst du ausmachen. Warum sagst du dem Andi GEMA? Das ist GEMA. Wohin soll der denn gehen? G-E-M-A, GEMA. Das ist doch keine GEMA. Natürlich. Quatsch. Quatsch. Alter, wo lang geht denn die Linie noch? Ja, du stehst falsch. Würde ich jetzt mal behaupten. Wo geht denn das noch lang? Süsselforst Bahnhof ist doch in einer ganz anderen Region. Ja, du fährst jetzt durchs komplette Städtedreieck. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Nee, du fährst nicht, du stehst komisch im Moment. Ach Gott, das war eine Busspur. Wie heißt denn das hier? Du musst übrigens... Oha, hoppala! Ja, was war denn jetzt los? Warum hat sich denn meine Haltestellenbremse gelöst? Oh Mann, oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es war übrigens grün. Ja, und jetzt ist rot. Jetzt ist rot und jetzt hast du ein Trabi da. Nee, ich dachte... Jetzt fährst du rückwärts und fährst jetzt wahrscheinlich gegen irgendwas gegen. Und jetzt ist wieder grün. Jetzt hast du wahrscheinlich 11. Jetzt hast du 11. Nee, wette drum. Ich hab keine 11. Doch, ich wette drum, du hast jetzt 11. Elfen sind Fabelwesen. So, wo muss ich jetzt lang? Vielleicht doch 11. 27, 1 und 2. Oh. Das ist schon wieder so eine Linie, wo ich mir denke, kann die immer vorbeigehen. Ja, du wolltest ja unbedingt die Linie fahren. Die wollte ich nicht fahren. Irgend früher oder später müssen wir die fahren. Und die wurde sich gewünscht. Wir haben jetzt, können jetzt nicht sagen, die fahren wir und dann immer wieder diesen Wunsch aufschieben bis zum Ende der Karte. Ja, wurde bei dir gewünscht, bei mir ja nicht unterm Video. Ja, und wir fahren allein, wir fahren immer die gleiche Linie, was bei einem gewünscht wird, machen beide. Es wurde auch schon oft genug gesagt, zum Beispiel unter deinem Video, ich würde dich gern in dem Bus sehen und den Julian in dem Bus. Und dann habe ich das auch gemacht. Du kannst jetzt nicht hier das Format umkrempeln, nur weil du jetzt keinen Bock auf den 18-Meter-Bus hast. Das geht so nicht. Und du fährst auch keinen Ford Transit. Nö, ich fahre U10, habe ich doch gesagt. Nee, U10 fährst du auch nicht. Mindestens 12 Meter, so viel werde ich schon sagen. Und ob Schaltwagen oder nicht, das entscheidet jetzt das Licht. Würdest du mal aufhören, hier so rumzutunden? Nein. Kennt das? Oh, das kennt ihr doch. Du musst geradeaus. Sisselforst. Ich kenn sowas nicht. Kennt ihr nicht Traumschiff Surprise von Michael Bulli Herbig, der Film? Nein, sowas kenne ich nicht. Periode 1. Eine Periode kenne ich nicht. Österreicher Platz. Ich frag mal meine Frau, die kennt sich da besser aus. Oh, der Film heißt so. Außerdem hat der Til Schweiger mitgespielt. Ja, richtig. Ach, ich dachte, du kennst den Film nicht. Wie kannst du denn wissen, dass der Til Schweiger mitgespielt hat? Ja, ich hab das nur gehört. Ja, ja. Ich hab schnell auf Wikipedia jetzt geguckt. Genau. Ich hab das Wenn gegoogelt. Du das erzählt hast, hat er das gegoogelt. Ja, genau. Ja. Ich kann das. Ist klar. Ja. Ja, ist klar. Ich kann googeln. Ist klar. Wie, ist klar. Dass du googeln kannst, glaube ich dir, aber ich glaube nicht, dass du das gerade gegoogelt hast. Doch. Doch, hallo. Ich hab's gesehen, ich sitz doch daneben. Ja, ja. Mit meinem Pad habe ich das gemacht. Ja, ja. Na, was, Carsten. Was denn für ein Pad? Ich hab nur LTE. Was denn für ein Pad? Das sage ich jetzt nicht. Ja, warum? Ich darf ja keine Werbung machen. Guten Tag. Mit meinem Tablet habe ich das gemacht. Danke. Ich habe letztens noch im Fernsehen, ja, tatsächlich gibt es auch noch Fernsehen auf dieser Welt, habe ich sogar noch eine Werbung gesehen, wo irgendjemand sagte für Tablet und Smartphone. Echt? Ja. Cool. Für Tablette und Smartphones. Andi, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann wir da sind. Du hast die ganze Zeit schon gesagt, wir werden gleich da, ich will jetzt endlich ankommen. Du weinende Kinder helfen mir auch nicht weiter, ja? Ich muss mal pipi, wann sind wir denn da? Ich muss mal pipi. Ich fahr so schnell ich kann. Ja, das machst du ja sowieso. Julia, wann sind wir denn da? Ich muss pipi. Gleich, Carsten. Wann sind wir denn da? Sonst der Andi. Oh. Wann sind wir denn da? Jetzt aber Zeit, ich glaube, der Carsten hat gerade Blähung. Vorsicht. Das sind immer die anderen, die rumfurzen, oder? Das sieht aber irgendwie komisch aus. Das sieht aber irgendwie komisch aus. Warum reagiert denn keiner? Ja, ich muss gerade hochkonzentriert fahren. Sorry, Carsten.
Hoppala. So. Schellers. Ich hätte die Idee, aber irgendwie sieht das komisch aus. 11. Wo 11? Ach nee, da ist kein Pfosten umgefallen, das ist eine Trempel. Das ist ein Trempel. Wie soll ich denn Pfosten so gerade auf den Boden legen? Ja, wer geht weiß, alles. Du, bei uns geht alles. So. Die Deutsche Bahn fährt los. Muss ich jetzt hier links oder geradeaus übers Gras? Erstmal musst du hupen. Ach ja, genau. Straßenbahn hupt ja bei der Abfahrt. Richtig. Die klingelt. Die hupt nicht. Ja, sag mal, wo musst du jetzt lang? Ich habe absolut keine Ahnung. Es gibt nur einen Weg. Nee, es gibt zwei. Es gibt Nein, logischer Menschenverstand. Man fährt nicht über die Wiese. Okay, ich muss hier lang. Alter Falter. Und dann ist die Collision von den Dingern so 50 mal 50 Meter, dass du auf jeden Fall dagegen fährst. Alter. Jetzt schon Böses. Das ist wie eine Wokbahn hier. Jetzt hier, einmal dabei sein, einmal frei sein. Hier geht die Wasserbahn runter. Komm, fahr mal schneller. Wir beschleunigen. 50 oder was war das hier? 60, ne? 40. Du bremst ja. Ja, hier ist eine Haltestelle. Echt? Ja. Ja, ich habe mich jetzt so auf den Tacho konzentriert. Ja, siehst du mal, passt du da nicht auf, Carsten. Nee. Aber ich bin schon zwei Haltestellen zu weit, habe ich gerade gemerkt. Was bist du? Zwei Haltestellen zu weit mit dem Weiterschalten, aber wir sind jetzt gleich Süsselsforst. Das ist beruhigend. Fährst jetzt mal los? Unfall. Menschen angefahren. Menschen angefahren. Ja, sag ich doch. Ja, ist kein Unfall oder was? Nein. 11. Das nennt man Malorität. Ach so. Das sind keine 11. Wir zählen ein Video, nicht zwei. Meine Lieblingszahl übrigens 11. Warum 11? Erklär mal den Grund, warum die 11 deine elf. Lieblingszahl ist. Weil ich die 11 mag. Aha. Und warum? Weil das halt so ist. Mhm. Kauf ich dir nicht ab. Frisur, total toll. Ja, guck mal, so, mit so einer eckigen Kante, ne? Mhm. Und so einer eckigen Kante im Genick. Grün. Ist grün. Musst ja gerade nochmal gucken, ob der Trabi nicht fährt, weil das passiert auf der Karte gerne mal. Julian? Ja, Andi? Ich liebe Schnapszahlen. Wir fahren doch nicht die 43. Aber die 27. Die fehlt auf dem Pfeil da vorne. Toll. Jetzt ist gerade gelb geworden und rot. Wo muss man jetzt hin? Jetzt das hier links rein. Ist nicht wahr, wie willst du denn da jetzt? Doch, bist du auch schon reingefahren, das geht irgendwie. Oh Gott, doch. Gott. Aber warum fährst du nicht jetzt aber einfach? Hin? Weil rot ist da vorne. Ja, aber die Ampel gilt doch für da hinten und nicht für die gilt doch für oder? Mich. Nee, die steht hinter der. Dann glaube ich dir einfach mal. Also wir sind ja hier nicht in Amerika. Amerika. So, wo hält denn die 27? Ankunft 27, hier. Oh, das ist ja einfach. Habe ich da nicht beim letzten Mal auch mit dem komischen Vanul-Ding gehalten? Ja, ich weiß nicht, irgendwo nee, hier auf jeden Fall. VDL, du nimmst, was war's denn? VDL war's. Diese komische rote Bus. Oh, wir sind da zu spät. Und zwar 5 Minuten 42. Also. War mehr nett. 5 Minuten 42 zu spät. Wir sind so bei 55 Minuten. Da werden zwei Parts auf jeden Fall draus. Und ich bin endlich da. Die Linie, die zieht sich doch sehr lang, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Viel zu lang. Und irgendwann baut halt die Konzentration auch ab. So. Hat die abgebaut? Ja, die hat abgebaut. So, wir sind da. Beim Andi läuft der Bus leider nicht, deswegen werdet ihr den mit einem anderen Bus sehen. Ist aber auch kein Beinbruch, der Andi, ne, der kann den ja wann anders nochmal fahren. Ich sag mal, danke. Andi kann's. Ne, danke an euch beide, dass ihr es noch durchgehalten habt, ne? Ja. Ist darf ja kein noch Thema. Was sagen? Ja, du sind darfst ja gerne was Leben. Sagen. Mein Bus, ja. Der wird in etwa so aussehen wie der da jetzt steht, in der Länge, ja. Und mehr habe ich nicht zu sagen, deswegen schaltet ab. Jetzt. Ist gut, Bernd, das Brot. Schaltet ab. Er hat in der Länge gesagt, jetzt das heißt, er fährt einen 18-Meter-Bus. Schaltet endlich ab. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Ihr seid ja immer noch da.
Der hat das auch mal gesagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ich bin jetzt fertig für heute. Wir hören uns in Andys Part. Der ist natürlich oben oder unten oder links oder rechts oder Mitte irgendwo verlinkt. Wir werden natürlich einen Halbstunden-Part hinkriegen, ne? Hatte ich ja schon gesagt. Ja, das glaube ich nicht. Viertelstunde. So, Leute, wir hören uns. Ciao. Ja, jetzt mach schon. Tschüss.